Recht herzlich willkommen zur 7. Folge von Planet Nomads. Ja, hier liegen jetzt die Dinger und wir wissen noch nicht, wie sie gehen oder sowas, aber ich muss mal nochmal angucken, ob ich das alles richtig gemacht habe. Achso, Tab erst klicken. Also der, da, nach da. So, jetzt sollte der Strom haben. Und jetzt geht mit E, geht da gar nichts, ne? Ah, hier ist es. Ach, einschalten gleich, ne? Ne, da tut sich nichts. Lift down. Ja, das ist jetzt die Frage, wie kriege ich da Strom an? Irgendwie ist die grüne Linie nicht da, ne? Ist der jetzt an oder aus? Das ist die Frage. Gib mir mal die 5. Das baut er jetzt hier nicht hin, ne? Doch, da baut er das hin. Geht nicht. Will er jetzt so nicht anbauen oder was? Da hat es gemacht. Dann wollen wir mal gucken, ob wir jetzt Strom da drauf kriegen. Irgendwie sagt er, geht nicht oder was. Ah, jetzt haben wir ein Back gemacht, noch cooler. Dann nochmal die 6 bitte her. Stell den da nochmal hin. Und jetzt nochmal hier drauf. Dahin, so, das leuchtet. Und der ist jetzt auch verbunden, sieht man die grüne Linie. Gut. Und jetzt? Tut sich hier nichts. Ah, da ist jetzt was angegangen. Und der da. Also der geht schon mal. Aber da geht nichts an. Ah, jetzt haben wir disconnected. Ist da nicht genug Saft für da oder was? Das könnte noch sein, ne? Down, lift up. Ja, die Linie ist hier so ein bisschen schwach, ne? Kann ja sein, dass man zwei Engines da, zwei Motoren dafür braucht. Gut. Ne, nicht wirklich, ne? Oder? Irgendwie geht das nicht. Was mit dem? Den müssen wir dann noch anschließen, aber ist der denn angeschlossen? Jetzt ist die Linie auch zu dem hin, oder? Braucht der mehr Power? Ne, jetzt haben wir ihn weggemacht. Power da. So, den. Dann. Ne, ich glaube, jetzt wieder ausgeschaltet. Ne, jetzt ist er an. Und jetzt? Hm, komisch.
jetzt was oder täuschte das nur? Okay, lass uns was probieren, indem wir was bauen. Ich glaube, da müssen wir noch was haben. Dieses Teil. Und das Fahrwerk, glaube ich, ne? Das brauchen wir ja dann nicht. Engine, Licht brauchen wir. Tür brauchen wir nicht. Und ordentliches Bauteil. Interieur, nee, oder? Utility, was heißt das? Ach so, das sind Einheiten. Basic. Das ist ein kleiner, das ist ein großer. Dann nehmen wir doch gleich mal den großen. Den müssen wir mal da hinsetzen. So. Jetzt brauchen wir die 4. Die setzen wir mal einfach dahin und dann brauchen wir die. Ist die 9? Ja, die 9 ist es. Die bauen wir dahin. Lass uns mal rübergehen. Geht gerade nicht, ne? So, da noch einen dran. Bleiben wir 3 am Mann, ne? Machen wir hier noch einen hin, dann nehmen wir den kleineren Würfel. Machen wir 2 dahin. Und da auch nochmal 2. Passt. Auf dieser Seite machen wir das auch. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich sie hingesetzt habe. Ich will mal hoffen, dass das da war. Gucken wir nochmal. Sieht so aus. Dann fehlt uns noch sowas zum Abfedern oder sowas, ne? Kriege ich das denn dahin, jetzt da unten so ein Teil drunter zu bauen? Den nehme ich schon mal weg. Wo ist denn der jetzt? Auf 3 liegt der. Das wird schwer, ne? Den da hinzukriegen. Warte mal ein bisschen vorrücken. Und hier, jetzt geht er hin, oder? Aber der lässt sich nicht runterbauen, oder was? Oh, jetzt habe ich einen weggemacht. Dann ist der runtergefallen. Also das funktioniert gerade nicht so, ne, wie ich mir das vorstelle. Ne, das war die falsche Taste. B wollte ich haben, wenn. Naja. Der lässt sich da jetzt nicht runterbauen, oder was? Da auch nicht. Der baut sich gar nicht da dran, ne? Das ist ja voll doof, ne, oder? Hier so im Gras kannst du ihn hinlegen, aber nirgendwo kannst du ihn anbauen. Oder ist das falsche Teil zum Anbauen? Das könnte natürlich auch noch sein. Aber welches Teil wäre das? Rotating Plate. Ne, die brauchen wir bestimmt nicht. Das ist ein Gelenk. Making it available for modifications can be placed only on the ground with electricity. Ach, das ist es. Ja, da steht's ja, ne? Nur auf dem Grund. Ich dachte, das könnte man da drunter bauen. Ja. Das ist ja auch nicht so dolle dann, ne? Ne, den wollte ich da schon hinhaben. So, dann lass mal den Kriegmodus wieder verlassen. Wieder bauen mit der neuen.
passt erstmal. So, dann lass uns doch mal gerade gucken. Ne, der war das ja. Den schließen wir jetzt mal da an. Der ist angeschlossen. Ist er eingeschaltet? Ich glaube nicht, oder? Ist er denn verbunden? Sieht man so schlecht, ne? Na, jetzt habe ich ihn entbunden. So. Connect Electricity. Und zwar von dem nach dem. Gut. Und dann Power on. Power off. Tut sich nichts. Falsche Taste. So. Ist der dann hier an- und auszuschalten? Den kann man an- und ausschalten. So, an. Ja. Will nicht, ne? Dann machen wir das doch mal gerade anders. Baumodus. Machen wir den doch mal da so hin. Da so hin. Und mal raus aus dem Baumodus und jetzt gucken. Da tut sich nichts, ne? Habe ich immer ausgeschaltet, deswegen tut sich da nichts. Lift up. Tut sich nichts. Ja, das ist ein bisschen komisch, ne? Funktioniert nicht. Leuchtet, aber geht nicht hoch oder runter. So, jetzt ist es vorbei. Kann ich den jetzt noch einschalten? Ja. Ah, da schau her. Hätte ich auch nicht gedacht. Da muss erst was liegen und dann geht's, oder was? Da schwebt das Ding. Ja, dann kann man das irgendwie wahrscheinlich auch noch in der Höhe. Da schwebt's in der Höhe. Jetzt wackelt's ganz schön. Naja, ob das so richtig ist, weiß ich nicht, aber sieht ja schon mal cool aus, ne? Kannst dich dann auch umbringen. Mal gucken, oder? Nee, geht wohl nicht. Er ist daneben. Ja, gut. Haben wir das auch gesehen? Das geht. Hätte ich auch nicht gedacht. Sah ein bisschen komisch aus. Aber es geht. Tja. Der will jetzt aber nicht, ne? Der kann Strom. Gucken wir mal, der ist jetzt ausgeschaltet, jetzt ist er eingeschaltet. Funktioniert aber nicht, ne? Kann immer nur einer gehen? Ah, da schau her. Interessant, ne? Echt, das ist aber krass. Naja, okay, da haben wir das auch rausgefunden. Es kann wohl immer nur einer gehen. Kommt er gar nicht runter? Doch, es kommt runter. Und hat ganz schön dolle Crash gemacht eigentlich. Gut, okay. Aber ich würde mal sagen, für die Folge soll es dann wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.